Willkommen zum Kursus Physikalische Chemie. Mein Name ist Dr. Laut und heute sprechen wir über Viskosität. Viskosität als eine Art konduktivem Transport. Wir haben gesehen, dass Wärmeleitungen und Diffusion, zwei Phänomene des konduktiven Transports, über ähnliche Gleichungen zu beschreiben sind, über die allgemeine Konduktionsgleichung. Ähnlich lässt sich auch die Viskosität als Transportphänomen diskutieren, allerdings etwas komplizierter, und wir können dann die Frage beantworten, warum man mehr Kraft braucht, wenn man schneller umrührt, als wenn man langsamer umrührt. Die Viskosität, ein Maß für die Zähigkeit von Gasen und Flüssigkeiten, kann man wie folgt definieren. Wir haben eine ruhende Fläche hier unten. Und wir haben eine sich bewegende Fläche, Fläche A, hier oben. Stellen Sie sich einfach zwei Glasscheiben vor, die parallel zueinander angeordnet sind. Die obere Glasscheibe bewegt sich, die untere steht still. Wenn ich die obere Glasscheibe mit einer konstanten Geschwindigkeit bewege und keinerlei Medium zwischen den Glasscheiben vorliegt, welche Kraft benötige ich dafür? Nach dem ersten Newton-Gesetz benötige ich gar keine Kraft. Anders sieht es aus, wenn sich ein Medium zwischen den beiden Platten befindet. Dann benötige ich eine gewisse Kraft, um eine konstante Geschwindigkeit der oberen Fläche aufrechtzuerhalten. Diese Kraft ist eine Folge der Viskosität des Mediums. Wir formulieren etwas quantitativer. Das Medium zwischen den beiden Platten bewegt sich in x-Richtung unterschiedlich schnell. In diesem Medium liegt ein Gradient vor, ein Gradient der Geschwindigkeiten in x-Richtung entlang der y-Richtung. Diesen Gradienten nennen wir Schergeschwindigkeit Gamma Punkt. Aufgrund dieses Gradienten ist eine Kraft notwendig, um eine Fläche A mit einer konstanten Geschwindigkeit zu bewegen. Den Quotienten aus Kraft und Fläche nennen wir Schubspannung, mit Tau abgekürzt. Im Idealfall sind diese beiden Größen proportional zueinander. Die Schubspannung ist proportional der Schergeschwindigkeit. Die Steigung der Auftragung Schubspannung gegen Schergeschwindigkeit wird definiert als Viskosität Eta, genauer als dynamische Viskosität. Eta ist eine Konstante bei idealen Fluiden, wie man auch sagt, bei Newtonschen Fluiden. Etwas ausführlicher erläutert ist die Viskosität auf diesem Bild. Zwischen einer starren und einer beweglichen Platte bildet sich in dem dazwischen befindlichen Medium ein Geschwindigkeitsgradient aus. Die Fluidschicht ganz oben bewegt sich fast mit der Geschwindigkeit der bewegten Platte in x-Richtung. Die Fluidschicht ganz unten bewegt sich fast überhaupt nicht in x-Richtung. Es existiert ein Geschwindigkeitsgradient, dvx nach dy, die Schergeschwindigkeit Gamma Punkt. Genauso wie ein Temperaturgradient einen Wärmetransport verursacht und ein Konzentrationsgradient einen Stofftransport verursacht, erzeugt ein Geschwindigkeitsgradient einen Impulstransport. Impuls ist Masse mal Geschwindigkeit und der Transport geht in die Richtung von schnell nach langsam und lässt sich quantifizieren als Impulsflussdichte. Impulsflussdichte und Geschwindigkeitsgradient sind über die Transportgleichung der Konduktion verknüpft. Diese beiden Größen sind proportional. Impulsfluss hat in der Mechanik die Bedeutung einer Kraft. Impulsflussdichte entspricht demnach Kraft durch Fläche, entspricht der Schubspannung Tau. Damit haben wir die Viskositätsgleichung nach Newton. Tau ist proportional Gamma Punkt. Entsprechend der mathematischen Konvention ist auch hier ein negatives Vorzeichen einzuführen, denn auch der Impuls fließt wie die Wärme von hoch nach niedrig.
Die Konstante der Newtonschen Transportgleichung nennen wir Viskosität Eta. Was für den Energietransport die Wärmeleitfähigkeit Lambda, was für den Stofftransport die Fusionskonstante D, ist für den Impulstransport die Viskosität Eta. Wir können alle Transportgleichungen in völlig analoger Form notieren. Ganz knapp, Schubspannung proportional Schergeschwindigkeit. Wir vergleichen die Viskosität verschiedener Medien. Eta überbrückt einen Bereich vieler Größenordnungen. Ein zähflüssiges Medium wie Glycerin hat eine Viskosität von 1,5 Pascalsekunde. Wasser ist etwa um den Faktor 1000 dünnflüssiger. In der Gegend von einer Millipascalsekunde liegt die Viskosität. Wichtig ist, dass bei Flüssigkeiten generell die Viskosität mit der Temperatur abnimmt. Je höher die Temperatur, desto dünnflüssiger ist die Flüssigkeit. Wenn wir die Temperatur von 25 Grad auf 20 Grad absenken, nimmt die Viskosität zu. Die Abhängigkeit folgt in erster Näherung einer exponentiellen Funktion. Bei vielen Flüssigkeiten gilt Eta proportional E hoch minus Ea durch T. Bei Gasen ist diese Abhängigkeit anders. Mit der kinetischen Gastheorie kann man für Gase viele makroskopische Eigenschaften auf mikroskopischen Eigenschaften abschätzen, wie zum Beispiel auch die Viskosität. Es ergibt sich für Eta eine Proportionalität zur Geschwindigkeit V quer und zur mittleren freien Weglänge Lambda quer. Diese mikroskopischen Größen sind abhängig von Temperatur und Druck. Wenn man die entsprechenden Gleichungen der kinetischen Gastheorie einsetzt, erhält man für die Viskosität von Gasen eine Zunahme mit der Temperatur. Je heißer ein Gas ist, desto zäher ist es auch. Der direkte Vergleich der Viskosität verschiedener Gase ist mit der hier formulierten Gleichung schwer möglich, weil sich hier von Gas zu Gas mehrere Parameter ändern. Es lässt sich also kaum voraussagen, ob Stickstoff oder Helium viskoser ist. Die Werte liegen in ähnlicher Größenordnung. Sicher voraussagen kann man aber, dass bei Temperaturanstieg die Viskosität jedes Gases ansteigt. Hierin spiegelt sich die Zunahme der mittleren Geschwindigkeit eines Gases mit zunehmender Temperatur wider. Höhere Geschwindigkeit heißt heftigere Zusammenstöße der Gasteilchen und die Stöße sind die Ursache der Viskosität in Gasen. Der quantitative Zusammenhang lautet Viskosität Eta proportional Wurzel T. Die kinetische Gastheorie liefert noch eine weitere interessante Beziehung. Die Viskosität eines Gases verhält sich unabhängig vom Druck. Die Viskosität von Stickstoff beträgt bei einem Bar, Standardbedingungen, 0,0176 Millipascalsekunde. Wird der Druck auf 0,1 Bar reduziert, ändert sich die Viskosität nicht. Das verdünnte Gas fließt genauso zäh. Im ersten Moment ist dies erstaunlich, aber die kinetische Gastheorie liefert hierfür eine Erklärung. Bei einem Druck von 0,1 Bar ist die mittlere freie Weglänge 10-mal so lang wie bei Standardbedingungen. Und damit werden die 10-mal selteneren Stöße 10-mal wirksamer. Dieses experimentelle Ergebnis ist ein großer Triumph für die kinetische Gastheorie. Die Theorie hatte dieses Ergebnis vorausgesagt, obwohl man intuitiv vielleicht das Gegenteil erwartet hätte. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Viskosität zu messen. Eine Möglichkeit ist die Ermittlung der Geschwindigkeit einer fallenden Kugel in einem Höppler-Viskosimeter. Die Kugel fällt umso schneller, je weniger viskos das Medium ist. Nach dem Stokeschen Gesetz kann man dann die Viskosität berechnen. Eine weitere Möglichkeit ist die Messung des Volumenstroms durch eine Röhre oder Kapillare nach Ubbelode. Interessanterweise nimmt der Volumenfluss mit der vierten Potenz des Radius des Rohres ab, das Hagen-Poiseuersche Gesetz. Wenn der Radius auf die Hälfte verringert wird, nimmt der Volumenfluss um den Faktor 2 hoch 4, also 16, ab. Am universellsten kann man Viskositäten mit Rotationsviskosimetern messen.
Diese arbeiten ähnlich wie bei der Definition der Viskosität diskutiert. Zwischen einer festen und einer beweglichen Fläche befindet sich das Medium. Die Flächen führen keine Translations-, sondern eine Rotationsbewegung aus. Aber die Anordnung und die Auswertung ist vergleichbar. Wir verwenden das Newtonsche Gesetz zur Berechnung von Eta, verändern zum Beispiel Gamma Punkt und messen Tau. Wir fassen zusammen. Wir können die Viskosität als Impulstransport verstehen. Für Newtonsche Fluide, die wir heute ausschließlich diskutiert haben, also für Gase und für viele Flüssigkeiten, gilt das Newtonsche Gesetz der Viskosität. Die Schubspannung ist proportional der Schergeschwindigkeit. Die Proportionalitätskonstante ist die Viskosität Eta. Die Viskosität kann man für Gase abschätzen. Ganz anders als bei Flüssigkeiten nimmt die Viskosität mit zunehmender Temperatur zu. Weiterhin ist die Gasviskosität bei nicht allzu geringen Drücken unabhängig vom Druck. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.